Ja, hallo, schön, dass ihr dabei seid. Heute ist mal wahrscheinlich jetzt für euch da draußen kein so ein toller Anlass, aber ich will es erklären. Und zwar ist Folgendes, ich habe mir über meinen Kanal mal so ein bisschen Gedanken gemacht und wie das alles so läuft. Und derzeit muss ich sagen, wird es mir ein bisschen zu viel. Das kommt vielleicht für den einen oder anderen überraschend, aber nur um es mal ganz kurz zu erörtern. Es ist ja aktuell mittlerweile so, dass ich 2 Videos pro Tag mache, das sind 14 Videos in der Woche. Und ja, ich merke einfach, ich packe das nicht mehr. Das ist einfach mittlerweile ein Aufwand, der in der Relation wirklich extrem ist. Das Aufnehmen selber nimmt den ganzen Sonntag fast schon gefühlt ein, weil klar, jetzt machen wir mal 14 Videos, a 10 Minuten, haben wir 140 Minuten, sind 2,5 Stunden. Dann auch noch ein bisschen Vor- und Nachbereitung, weil Replays rausgucken und sonstiges natürlich machen. Das heißt, ich bin bei 3 bis 4 Stunden einfach mal nur Videos erstellen. Dabei ist jetzt aber noch nicht der Aufwand des Hochladens, des Renderns, des Bearbeitens, der Bilder erstellen und sonstiges. Und ich merke einfach, dass ich jetzt an meine Grenzen komme. Ich arbeite ja wieder seit Januar, also ich war ja davor 3 Monate arbeitssuchend. Da war das natürlich super entspannt, da habe ich jeden Tag das so machen können, wie ich wollte. Aber mit der Arbeit, das ist eine 50-Stunden-Woche, also mit Pausen sind es 45 Stunden, ist es einfach nicht darstellbar. Also ich kann nicht nach Hause kommen und dann am Abend noch großartig viel erstellen. Und dementsprechend habe ich mir überlegt, wie kann ich das jetzt machen? Ja, und der zweite Hintergrund, was auch wieder einige nicht so mehr bejubeln werden, sage ich mal, ist, ich werde ein bisschen das Thema Wargaming-Titel einschränken. Das liegt nicht daran, dass ich mit Wargaming irgendwo Probleme habe, ganz im Gegenteil. Nach wie vor machen die das alles gut und ich bin auch happy mit denen, so ein gutes Verhältnis zu haben. Aber ja, ich selbst brauche auch mal ein bisschen was anderes. Es ist so, wenn man natürlich, in dem Fall aktuell war es ja so, von 14 Videos waren es 10 bis 11 Wargaming-Titel, also 7 World of Tanks plus 3 oder 4 Warships und dann halt sind noch 2, 3 Videos für alle anderen Sachen übergeblieben. Und ich will es jetzt so einschränken, dass ich 3 World of Tanks-Videos in der Woche mache. Das wird irgendwie so, ich habe noch keinen genauen Plan im Kopf, aber ich denke mal so Mittwoch, Donnerstag, Sonntag, also Sonntag wird dann das Replay of the Week bleiben, das habe ich schon fest vor. Also da 3, dann vielleicht 1 oder 2 Warships-Videos und dann irgendwo 2, 3 frei zur Verfügung. Aber ich denke mal 2 Warships, 3 Tanks und 2 dann random. Kann auch natürlich passieren, dass ich dann mal ein zweites Video pro Tag mal hochlade, weil ich sage, okay, ich habe es gerade aufgenommen, habe gerade da Bock drauf. Und lade es dann hoch. Also das heißt, es kann schon mal auch passieren, dass ich 2 Videos am Tag mache, aber ich will einmal ein festes. Das wird dann immer so um 12 Uhr rauskommen. Das ist so der Plan. Und ja, der Hintergrund, wie gesagt, ich denke, die Arbeit wird natürlich dadurch deutlich minimiert mit YouTube. Auf der anderen Seite muss man dazu sagen, der Kanal, er kriegt zwar immer mehr und neue Abonnenten, das ist schön, aber die sind nach wie vor sehr, sehr tankslastig und die anderen Projekte, die ich eigentlich schätze, sowas wie Mafia zum Beispiel, werden kaum beachtet oder zu wenig, finde ich. Wobei ich sie amüsanter finde, so ganz nüchtern gesehen. Und das finde ich so ein bisschen schade. Deswegen habe ich auch so vor, da ja so ein bisschen den Kanal dahin zu verändern, weil im Tanks-Bereich selber, ich wachse scheinbar nicht mehr so groß wie andere. Also gibt es Leute, die machen einem das vor und zeigen, wie es gehen kann. In dem Fall schaffe ich es nicht. Also vielleicht bin ich da einfach untalentiert bei Tanks, keine Ahnung. Und dann dachte ich mir, gut, dann kann ich aber auch das machen, wo ich vielleicht noch ein bisschen mehr Spaß aktuell habe, was eben nicht bei Tanks und Warships ist. Wobei, versteht mich nicht falsch, ich kommentiere die Videos nach wie vor sehr gerne und ich glaube, das merkt man auch. Aber wenn halt aus diesem Hobby dann irgendwann ein Beruf wird und der Beruf, der entwickelt sich dann erstmal nicht mehr so weiter, wie man sich's wünscht oder vorgestellt hat, dann muss man vielleicht das Hobby wieder zum Hobby machen und die Berufung dann ein bisschen zurückschrauben. Gerade auch noch, weil ich ja mit der Seite Wargames News wirklich auch noch sehr, sehr viel Arbeit habe. Das ist ja auch noch immer sehr Tanks-lastig. Das bleibt auch so, also kann ich euch, da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Aber das ist natürlich alles, also dieses Thema World of Tanks ist bei mir sehr omnipräsent und einfach vielleicht so ein gewisser Selbstschutz, dass ich sage, ich muss zumindest mal so ein bisschen zurückfahren. Ja, deswegen wird das passieren. Ich werde ein bisschen weniger Tanks machen, ich werde ein bisschen weniger Warships machen, wobei da gar nicht so viel weniger. Und vielleicht ein bisschen andere Spiele. Ich werde weniger Videos bringen. Und ja, aber ich bleibe euch trotzdem erhalten. Also wie gesagt, ich will das Hobby-Thema weiter ausnutzen, sage ich mal. Und ein schöner Nebeneffekt, das ist zumindest das, was ich mir jetzt erhoffe, wenn ich ein bisschen weniger Arbeit mit den Videos an sich habe, dass ich wieder ein bisschen mehr zum Streamen komme. Weil eigentlich aktuell, ich könnte streamen, die Internetleitung gibt es jetzt mittlerweile her. Aber
die Zeit ist einfach nach wie vor nicht da. Und das ist ja auch so, klar, man zockt YouTube und sonstige, da will auch einfach mal ein bisschen Zeit für sich zum Zocken haben. Und das ist so, das fehlt halt auch mittlerweile. Also, dass ich mal Zeit für mich selber zum Zocken habe. Klar, World of Warcraft gibt es noch, aber da seht ihr auch immer mal wieder ein bisschen was. Und das war es auch schon. Also sonst, ich habe jetzt gerade die Switch, habt ihr ja bestimmt gesehen, habe ich bekommen oder mir geholt. Und da ist Zelda zum Beispiel ein super cooler Titel, aber es gibt so Sachen, die will man halt einfach mal zocken, um zu zocken und nicht um daneben beizulabern. Ja, deswegen will ich da auch wieder so ein bisschen mehr Zeit für mich haben. Aber wie gesagt, im Prinzip, ich bleibe auf YouTube behalten und eben, wenn es dann geht, dass ich da doch etwas mehr Zeit habe, will ich auch wieder ein bisschen mehr streamen. Also das wäre schon so der Wunsch. Und auch dann da definitiv World of Tanks und World of Warships, weil ich merke schon auch so langsam, dass meine Lust zum Zocken wieder zurückkommt, aber halt das Thema Videos so einfach so ein bisschen einschränken muss. Ja, das war's dann. So mal mein Thema Kanaländerung demnächst. Also das geht jetzt dann auch schon direkt los. Deswegen, es tut mir leid, wenn ich da dem einen oder anderen vielleicht vor den Kopf stoße, dass er nicht mehr sein tägliches Tanks sehen kann. Da gibt es aber genug andere, die das auch sehr gut machen. Deswegen mache ich mir da keine Sorgen. Aber wie gesagt, ich muss so ein bisschen auf mich selbst achten, in Anführungszeichen. Ich will da nicht meine Leidenschaft verbrennen, weil ich sehe die Gefahr schon, dass wenn ich da zu abstumpfe, dass ich dann irgendwann sage, und ich kenne mich, dass ich dann irgendwann sage, nee, dann höre ich das Thema ganz auf. Weil das muss man schon ganz ehrlich sagen, YouTube vom finanziellen und vom monetären gesehen ist es definitiv ein Hobby. Also das, was ich da an Geld zurückbekomme, das steht in keiner Relation zu dem Aufwand. Dementsprechend ist es wirklich so, dass ich dann sagen könnte, ja gut, dann beende ich halt das Hobby als Hobby, beziehungsweise beende ich das YouTube-Thema als YouTube-Thema, weil wie gesagt, ich bin davon in keinster Weise abhängig. Aber das will ich nicht. Gut, dann war's das. Ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen nachvollziehen. Wie gesagt, ich bleibe euch jeden Tag trotzdem mit einem Video erhalten, auch wenn es euch vielleicht nicht jedes davon zusagt. Aber wie gesagt, ich glaube, einfach mir des Spaßes halber ist einfach so, dass ich sage, ich habe da wieder, glaube ich, ein bisschen mehr Fun, wenn ich einfach so ein bisschen mehr Mix reinbringe. Ja, dann danke ich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr versteht es und ich wünsche euch alles Gute und wir bleiben uns ja erhalten. Also es ist kein Abschied, sondern nur ein... Was ist es denn dann? Kein Abschied, sondern nur ein in weiterer Distanz regelmäßiges Wiedersehen, weil die Tanks wie das dann so sind. Ansonsten alle anderen, die mir erhalten bleiben und jedes Video gucken, ihr seht mich jeden Tag, euch gehe ich jeden Tag weit auf den Keks und vielleicht sieht man sich dann wieder auf Twitch. Vielen Dank, Tschüssikowski.